Diese Gesellschaft ist völlig irrsinnig. Und wenn du versuchst, einen Sinn in ihr zu finden, wirst du verrückt. Am besten holst du dein Notizbuch heraus, schaust aus dem Fenster, machst dir Notizen und steckst es wieder ein. Aber versuche nicht, etwas zu korrigieren. Wenn jemand sagt, dass ihm dein Bild nicht gefällt, antwortest du, in Ordnung. Aber streite nicht mit ihm, sonst wirst du krank. Sobald du denkst, dass mit dir etwas nicht stimmt, weil du nicht dazu passt, stehst du an der Schwelle zur Vernunft. Und wenn du beginnst, hineinzupassen, hast du sie verloren. Wenn du dich dem Zeitgeist anpasst, hast du die Vernunft verloren. Du gerätst aus dem Takt. Zu leben heißt, Veränderungen zu erfahren. Sich nur einem einzigen Muster anzupassen, ist der Tod. In dieser Welt kannst du keinen Frieden und keine Harmonie finden. Das sind nur Worte, Seelenfrieden. Du kannst höchstens für eine gewisse Zeit ein ruhiges Leben genießen. Das ruhigste Leben, was du finden kannst, ist, all diese Dinge zu verstehen. Was auch immer da draußen geschieht, ist real. Was deiner Meinung nach geschehen sollte, ist es nicht. Du wirst lernen, dich zurückzulehnen und all diese Dinge zu beobachten. Du erzählst den Menschen von Alternativen. Verstehen sie die Botschaft, nehmen sie sie an und nutzen sie. Falls nicht, lassen sie sie fallen. Du beobachtest, wie sie weiterziehen. Wenn sie dann stolpern und fallen, siehst du zu, wie sie stürzen. Aber du solltest diesen Menschen das vermitteln, was du weißt, so gut wie möglich. Und ihnen dabei helfen, das Licht zu sehen.